Hallo Freunde, willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Frohen Star Wars Tag wünsche ich euch allen. Der 4. Mai ist traditionell der Star Wars Tag und da gibt's jedes Jahr lustige Geschenke und so ein Zeug. Diesmal kleine Astromech-Droide, warum auch nicht? Und ganz nebenbei auch noch eine Menge Erfahrungsgedöns dieses Jahr. Bis zum Herbst erhalten Abonnenten irgendwie 12-fach Erfahrung für alle Klassenquests. Angeblich kann man es auch irgendwie ausschalten. Sobald ich diesen Befehl finde, mache ich das, denn sonst sind wir etwa bis zur Mitte des Abenteuers Level 55. Möchte ich vermeiden, sonst wird es überhaupt nicht interessant oder spannend. Und da ich mit einigen von euch ja auch unterwegs bin, offscreen, würde ich euch davon leveln. Möchte ich auch nicht. Deshalb, sobald ich rausfinde, wie ich das ausschalte, mache ich das. Bis dahin werden wir jetzt wohl 1, 2, 3 Episoden so weiterspielen. Gut, wie sieht's ansonsten aus? Ach ja, warum ist der 4. Mai Star Wars Tag? Das wollte ich noch ein bisschen erklären. Und zwar, die Geschichte, eigentlich schon fast eine Legende inzwischen, geht so, dass George Lucas, der ja, Erfinder von Star Wars, falls ihr ihn nicht kennt, mal ein Interview gegeben hat, irgendwann. Und im englischen Original heißt die Macht The Force und dann heißt es May the Force be with you, also möge die Macht mit euch sein. Und ein Übersetzer hat das wohl in den falschen Hals gekriegt und hat es dann so May the Force be with you. Und das ist der 4. Mai. So hat er das angeblich übersetzt und so kam das zustande. Fand George Lucas wohl wahnsinnig witzig und angeblich ist deshalb der 4. Mai der Star Wars Tag. So, das war mal die kleine Geschichte dazu. Ansonsten sind wir, wie ihr sehen könnt, immer noch auf Taris unterwegs. Wir waren ja schon im Raumhafen mehr oder weniger. Wurden zurückgeschickt zur Swoop-Rennstrecke, sollen da mit jemandem reden. Und die Gruppenquest bleibt auch noch übrig. Das sind die letzten paar Questschritte, die wir jetzt noch haben hier. Fragen wir doch mal Vailo, was er hier für uns zu tun hat. Man hat uns schon jede Menge Hilfe geschickt. Freiwillige, Söldner, sogar Jedi. Sie sind alle tot oder in Lebensgefahr. Ich werde nicht zusehen, wie noch mehr Leute sterben. Wir verschwinden. Sofort. Wenn ihr helfen wollt, packt mit uns für die Evakuierung zusammen. Ja, also der Reihenfolge nach würde ich sagen, Jedi sind tot und Söldner sind in Lebensgefahr. Naja. Weiß Gouverneurin Saresh, dass ihr euch zurückzieht? Sie ist nicht hier. Wir schon. Wenn ihr euch fressen oder in ein Monster verwandeln lassen wollt, tut euch keinen Zwang an. Wer oder was nicht verladen ist, wenn wir aufbrechen, ist so gut wie tot. Es ist eure Entscheidung. Nie ab und bamba, boschuda moki. Kusum malachikuta, ikosum mose ala tuta. Ja, super. Das heißt, hier geht es nochmal richtig ab und wir sollen allen helfen, oder wie? Tut, was ihr tun müsst, Vilo. Aber lasst ihn nicht die Leute hier fortbringen. Kotochaka nagurawa. Mijusku ba flotte lista. Danke, danke. Naja, da haben wir ja nochmal ganz schön was vor, würde ich sagen. So, wie sieht's aus? Aber ich dachte, es geht um... Och, nö. Das hatten wir doch alles schon. Boah. Okay. Da nehme ich den Gleiter. Das ist hier ein kleines Stückchen. Wobei, sollte eigentlich gehen. Grobe Richtung müsste ungefähr hinkommen. Das ist leicht lästig. Da ist man endlich fertig mit Taris, will den Planeten verlassen, nimmt noch nichts an, die letzte Quest im Raumhafen an und dann macht man den ganzen Mist hier nochmal. Ist ja super. Oder auch nicht. Je nachdem. Naja, ich habe gesagt, wir machen die Quests so ziemlich alle und da halte ich mich dran. Nur die eine Gruppenquest, Helden 4, vor der habe ich Schiss. Die lassen wir mal besser aus. Das hier ist nur lästig. Nicht wirklich gefährlich. Das ist kein Putzverhalten. Das ist ganz klarer Einsatz von Werkzeug. Ich weiß das und ihr wisst das. Ich sage nur, dass weder die Universität noch der Stützpunkt... Aber egal jetzt, wir haben Gesellschaft. Hallo, ich bin Mola Haxtor. Das ist Professor Vral.
Wir betreiben angewandte Xenozoologie. Könntet ihr uns bei etwas helfen? Beweisen, dass die intelligent sind? Hab ich schon gemacht. Sonst noch was? Ich habe etwas Zeit. Seht euch das an. Wir haben ein Aufzeichnungsgerät an einem Rugghoul angebracht und ihn wieder freigelassen. Dieses Bild stammt aus seinem Bau. Es scheint sich um eine neue Spezies von Rugghoulen zu handeln. Größer, bösartiger. Und sie dominiert normale Rugs. Außerdem hat er während der Aufnahmen... Er hat die Kamera gefunden und ausgeschaltet. Und die Kamera ist in seinem Bauch. Das heißt, das Bild, was wir sehen, ist ein kleiner Rugghoul, den er gefressen hat und der immer noch rumzappelt? Wie? Ich hätte nicht gedacht, dass Rugghoule intelligent sind. Vielleicht sind sie das nicht, aber die Fakten sprechen dafür. Wenn er mit dem Schalter gespielt hätte, hätte er das Gerät wieder angeschaltet. Das hat er aber nicht. Wenn diese Ghoule Werkzeuge benutzen können, müssen wir die Verteidigung unserer Kolonien überdenken. Wir brauchen aber die Aufzeichnungen aus unserem Gerät, um sicher zu sein. Ganz abgesehen vom akademischen Ansehen, das wir ernten würden, muss die Republik erfahren, wie gefährlich diese neue Spezies ist. Ich sehe schon. Das heißt, ich gehe da jetzt hin und mache die Kamera wieder an. Warum macht ihr da einen Schalter hin? Ersetzt das durch irgendeinen Empfänger für eine Fernbedienung. Dann braucht der Rakul die Fernbedienung, um das Ding zu bedienen. Wäre doch viel cleverer. Außerdem muss man nicht so nah ran an das Viech. Jetzt verstehen wir uns. Danke. Die Aufzeichnungen und euer Leben haben natürlich absolute Priorität. Natürlich. Findet den Ruck, tötet den Ruck und schnappt euch die Kamera. Und lauft davon. Seid vorsichtig. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass sich diese Spezies seit der Bombardierung weiterentwickelt hat. Entweder haben die Umstände sie dazu gezwungen, oder sie hatte Hilfe. Ich habe mich schon gefragt, wann wir hier das erste Mal auf Imperiale treffen. War hier oben nicht das Piratengebiet, wo wir aufgeräumt hatten? Komisch das. Naja, machen wir uns auf jeden Fall mal auf die Socken. Kamera retten. Naja, alle Leute haben wir offensichtlich schon gerettet. Wir waren ja schon fertig mit Taris. So was Blödes aber auch. So, sind wir hier? Ja, einigermaßen richtig. Die brauchen wir allerdings nicht. Da können wir nochmal ein bisschen außen rum gehen. Wenn wir jetzt schon so viel Erfahrung kriegen. Wobei die 12-fache Erfahrung gilt ja nur für die Hauptquests. Und auch nicht für die Gegner, die man dort bekämpft, sondern wirklich nur für die Quest selbst. Was für ein Kampf. Du hattest nicht mal Zeit reinzuhüpfen. Aber was? Ich hab die Mittel und den Mumm. Und du fühlst dich jetzt stark, weil du mit einer riesen Gasexplosion hier so einen Typen gegrillt hast. Naja, hast es verdient. Corso, hast es verdient. So, um was geht's denn? Hol die Kamera zurück. Das heißt, irgendeiner dieser Rugghoule lässt wahrscheinlich als Questgegenstand zufällig dieses Ding fallen. So sieht's wohl aus. So, der ist schön weit weg. Der ist eigentlich zu weit weg. Und dann machen wir das so. Die Frage ist, ob die springen oder nicht. Sieht nicht so aus. Okay, wie viele Kameras brauchen die noch gleich? Egal, wir haben reichlich Kameras. Die Event-Rakule sind wieder da. Sehr schön. Das ist ein ziemlich angenehmer Respawn. Wenn die Erfahrung geben. Lohnt sich jetzt nicht wirklich zum Powerleveln. Erinnert mich aber an ein paar Stellen von anderen Spielen. Ach. Da. Den lassen wir mal. Ja, zum Beispiel Dark Age of Camelot, falls das noch einer von euch kennt. War so ziemlich das erste MMORPG, das ich gespielt habe. Da gab es mehrere Möglichkeiten. 40 bis 60 Viecher zusammenzuziehen auf Maximallevel. Mit einer guten Gruppe war das da gar kein großes Ding. Und dann hatten wir die innerhalb von 3 bis 4 Sekunden weggebombt. Und in dem Moment, wo die umfallen, sind die respawned. Das war ein Instant Respawn.
Und dann konnte man das mal Nachmittag machen, um ein neues Guildmitglied zum Beispiel aufs Maximallevel zu ziehen, an einem Nachmittag oder so. Das war dann eine Möglichkeit für Powerlevel. Ihr seid zurück. Lasst uns die Aufzeichnungen auswerten und die Rakgule sehen. Beruhigt euch, Mola. Ich denke, etwas Dank wäre angebracht. Ja, natürlich. Wir wären niemals in diese Bauten gegangen, nicht mal mit Eskorte. Ohne euch wäre dies alles nicht möglich gewesen. Ja, schenk's dir. Man hört ja, wie ehrlich du das meinst. Oh Mann. Dort gab es ganze Massen von Racks. Ihr werdet etwas Brauchbares finden. Ich lade die Aufzeichnungen hoch. Lasst uns weiterreden, sobald wir sie angesehen haben. Von welcher Kamera genau sprechen wir jetzt? Der Unterschlupf der neuen Spezies sieht aus wie ein altes Kraftwerk. Und es gibt, seht euch das an, primitive neue Konstruktionen. Mola, die Tatsache, dass sie eine Leiter bauen können, ist unsere geringste Sorge. Zweiter Tag, 11. Minute. Einer der neuen Spezies drängt die anderen zurück, um an eine Nahrungsquelle zu gelangen. Aber er berührt sie dabei nicht. Man sieht es deutlich, es gibt keinen Kontakt. Die neue Spezies kann die Macht benutzen. Ich sag doch, Imperiale, da haben die Sith irgendwie die Finger mit drin. Aber die alte Spezies, sie konnte es nicht, oder? Es gibt eine weit verbreitete Theorie, dass die Rakgul-Seuche eine künstliche Schöpfung der sogenannten dunklen Seite war. Deshalb unterscheidet sich ihre Entwicklung von normalen Evolutionsabläufen. Und es wirft einige beunruhigende Fragen auf. Wir wissen nicht, ob nur eine der neuen Spezies machtsensitiv ist oder alle. Wenn alle es sind, zieht der Stützpunkt eine Evakuierung in Betracht. Das ist die läuft schon. Größte Bedrohung für Taris. Wir brauchen Augen in diesem Rakgul-Unterschlupf. Jetzt sagt mir nicht, ich soll die Kamera zurückbringen. Seid ihr deppert? Das könnte einfacher sein, als ihr denkt. Eine intelligente Spezies kommuniziert vielleicht mit uns. Darauf würde ich nicht wetten. In Ordnung. Dieser Unterschlupf befindet sich tief im Rakgul-Gebiet. Einige der Kraftwerkstrukturen lassen sich noch erkennen. Ich statte euch mit einem Transmitter aus, damit wir sehen, was ihr seht. Ihr müsst nah ran, um die Kreaturen zu filmen. Aber sobald sie euch bemerken, müsst ihr tun, was zu tun ist. Wenn ihr mir jetzt eine Kamera in den Bauch macht, dann werde ich zickig. Aber so richtig. Darf ja nicht wahr sein hier. Na gut. Wo geht's hin? Natürlich wieder zurück hier. Boah, werde ich nach Kilometern bezahlt oder so? Hin und her und rauf und runter. So macht man aus einer relativ kleinen Zone eine relativ große Zone, wenn man den ganzen Tag nur am Pendeln ist. Lustig. Und natürlich ist in der Zwischenzeit alles wieder respawned. Das heißt, wir dürfen wieder alles abknallen. Nicht, dass das wirklich anstrengend war. Es ist nur lästig. Schwierige, interessante Aufgaben sind mir deutlich lieber als einfache, ja, Wiederholungsaufgaben, die einfach nur lästig sind. Ach kommt, was soll's. Ziehen wir mal ein paar zusammen hier. Können wir uns etwas Spaß geben? Na, ob das ein Spaß wird, bleibt abzuwarten. Wow. So viel dazu. Nix ist mit Spaß. Alter Schwede, da waren ein paar dabei, die richtig zäh sind und reinhauen konnten. Und das Betäuben ist auch eine fiese Geschichte. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich dachte, ja, 2-3 AEs und dann sind die erledigt und Corso spottet ab. Denkste. Da kam ich jetzt nicht mal dazu, Ausweichen oder ähnliches zu aktivieren. Ich dachte sogar kurz noch an den Heldenmoment, aber... Wie auch immer, wir haben es reingeschafft, was ja schon mal viel wert ist. Die Sackgasse allerdings sieht ein bisschen komisch aus. So, dann gucken wir uns mal an, was der Älteste hier kann. Ja, der alleine ist eigentlich nicht schlimm. Ich glaube, da habe ich einfach übertrieben und zu viel auf einmal gewollt. Naja, Versuch macht klug.
Das sollte hinhauen. Da die nicht springen hier. War ja klar. Du machst das super, Corso. Ja, wie? Bonusquest schon. Ach so. Ja gut, jetzt kommt der zweite Teil. Nochmal 20. So wie es aussieht. Moment, das kommt mir bekannt vor. Entweder... Nee, Moment. Stopp. Das kommt mir bekannt vor. Und zwar waren wir in einer ähnlichen Einrichtung mit Kulika unterwegs. Mit unserer kleinen Sith. Da haben wir schon was Vergleichbares gemacht. Wahrscheinlich sogar die gleiche Einrichtung. Immer wieder schön, alte Urlaubsziele nochmal zu besuchen. Ich erinnere mich an ziemlich düstere Sith damals. Und ja, irgendwie vermisse ich das gerade noch. Ab irgendeinem Punkt müssen die Republikaner hier natürlich verschwinden. Und die Imperialen müssen übernehmen. Sonst hätte man hier nie die Möglichkeit, als Imperialer über den Planeten zu latschen. Falls ihr euch noch erinnert, wir kamen ein bisschen aus einer anderen Richtung mit Kulika damals. Und da ging es dann hier runter, um hier unten irgendwo eine Quest zu beenden. Ach ja, Nostalgie und Erinnerungen. Feine Sache das. Ich finde es einfach herrlich. Super. Fehlen ja nur noch 9 Stück. Wie gesagt. Die Bonusquest wird sich ziemlich selbst erfüllen, bis wir am Ziel sind. Eine Gruppe nur noch. Und hier wird es jetzt interessant. Ja, würde mich auch wundern, bei so vielen Räumen und Sackgassen, entweder ist das natürlich für andere Quests noch gedacht, wie zum Beispiel eben für die imperiale Seite, dass der Komplex tatsächlich für viele Sachen genutzt wird und wir nur hier sind. Oder, nachdem wir hier in der Instanz waren, müssen wir noch andere Sachen erledigen. Vielleicht sogar nochmal zurückkommen. Wer weiß, wer weiß. So, in einer Instanz wird es etwas schwieriger für gewöhnlich. Neck-Ghoul. Okay. Und davon sind gleich 2 unterwegs. Ah, und die springen wieder. Und schmeißen mit Dreck wie kleine Mädchen. Müssen Jedi-Botschafter sein. Sith schmeißen nämlich nicht mit Dreck, die machen stattdessen Blitzgewitter. Nur die Jedi-Botschafter werfen mit Dreck. Was haben wir denn da jetzt? Ach so, von der Bonusquest der letzte Teil. Scanne die Knochen, besorge den Fang seines Riesenrakuls. Oh ja, darauf habe ich richtig Lust. Wenn wir schon hier sind. Untersuche das verlassene Kraftwerk, das heißt wir laufen mehr so ein bisschen in die Richtung. Wir gehen es etwas langsamer an. Da hinten ist nämlich ein goldener Neck-Ghoul. Den wollen wir. Und da machen wir lieber mal ein bisschen die Umgebung frei. Gegen den werden wir nämlich wahrscheinlich kämpfen dürfen. Neck-Ghoul Albtraum. Den gucken wir uns mal an. Dann können wir vielleicht schon Rückschlüsse auf den anderen hier drüben ziehen. Doch, der ist relativ zäh. Nicht wirklich schwierig, aber der kann einstecken. Wenn der andere jetzt gleichzeitig auch noch austeilen kann, dann kann das ein ganz angenehmer Kampf werden. Und nicht einfach nur so eine Hinrichtung. So, Corso, du hast ein bisschen was einstecken müssen. So ist fein. Gut, der hat gerade Kopfweh, ich habe aber kein Aspirin, ich habe nur... eine kleine Blasterbehandlung für den. Muss reichen.
Jawohl, Kopfschmerz zu Ende. Wie gesagt, ich räume hier großzügig auf, weil ich davon ausgehe, dass das Gefecht ein bisschen aufwendiger wird und ich wirklich nur den als einzelnen Gegner möchte und nicht dann wieder so eine ganze Ansammlung von Gruppen. So können wir ihn kurzzeitig unterbrechen. Ist nur ein Vorteil für uns. Wow, okay. Das hätte geklappt. Dann schicken wir Corsa noch mal kurz weg. Na dann. Geht schneller, als ihn jetzt zu heilen. Aber hallo. Und das wäre die Instanz. Jetzt bin ich gespannt. Der Baba. Yep, Sif. Der blitzt. Nix ist mit Jedi. Ah, uns fehlt ein bisschen Energie. Kriegen wir hin? Wenn man bedenkt, wie viel Kurs jetzt eingesteckt hat, der war schon gar nicht schlecht. Und ich glaube, das da. Bayon Siu. Der Name kommt mir bekannt vor. War das nicht ein Jedi-Meister? Komische Sache, das. Tretet näher. Ich bin Bayon Siu vom Sanesh-Tempel. Hey, ihr da! Nekul-Bezwinger! Öffnet das Schloss! Dieses Holocron ist verrückt! Beruhigt euch. Ich kann nicht verrückt sein. Wahnsinn ist inneres Chaos. Und es gibt kein Chaos. Nur Harmonie. Ja. Jedi. Ne? Sag ich doch. Bevor ich die Tür dort öffne, sagt mir bitte, wer dort drin ist. Es ist der Jedi-Ritter Danayor. Er kam hierher, um gegen die Nekgule zu kämpfen. Natürlich! Jeder hier kann die Dunkelheit spüren! Und ihr, alter Mann, seid die Quelle! Dana versteht nicht. Die Nekgule wurden empfänglich für die Macht und aktivierten mich. Ich lehrte sie, aber nur um ihnen zu helfen, sich selbst zu beherrschen. Hätte er nicht ihr Gebiet betreten, dann hätten sich meine Lektionen besser gesetzt. Naja, hat ja richtig gut funktioniert, würde ich sagen. Wie rechtfertigt ihr, dass ihr Raubtieren die Macht gezeigt habt? Auch Menschen sind Raubtiere. Ebenso wie die Twi'lek, Togruta und andere empfindsame Wesen. Auch Nekgule können ihren Weg wählen. Das sagt er ständig, doch er versucht seit Jahren, ihnen Manieren beizubringen. Es funktioniert nicht. In den tiefen Bauen beim Reaktor gibt es hunderte von Rakgulen und Nekgulen. Sie dürfen nicht leben. Die Jedi nehmen keine Rache, Dana. Euer Plan wird nur Zerstörung und Unheil bringen. Hm. Ich bin aber kein Jedi. Ich darf Rache nehmen, oder? Ich glaube dem, der diese Viecher bekämpft hat. Danke. Nein. Er wurde durch die Gefangenschaft verrückt. Er würde mit der Kontrollkonsole den Reaktorschutz herabsetzen. Das würde sie alle verstrahlen. Es wäre ein Massenmord an empfindsamen Wesen und würde diesen Ort unbewohnbar machen. Sie wurden auf der dunklen Seite geboren. Sie ändern sich nicht. Ich brauche nur Zeit. Und die habe ich. Sie können mir nichts antun. Lasst mich mit ihnen hier und sucht nicht mehr den Tod. Ja, du hast jede Menge Zeit. Du bist nur ein Holocron. Ich dagegen bin sterblich. Ich habe nicht so viel Zeit und die Leute auf Taris auch nicht. Denkste. Diese Dinger sind eine Bedrohung für jeden Kolonisten auf dem Planeten. Eliminiert sie. Sie benutzt tatsächlich mal ihre Hände und nicht die Blaster, um irgendwas zu öffnen. Ich bin begeistert. Hm. Ich hätte nicht gedacht, dass der Jedi das selbst tut. Spürt ihr ihre Pein, Dana? Sogar ich, der ich nur aus Schaltungen bestehe, spüre sie. Aha. Ich hasse ihn. Aber in einer Sache hat er recht. An diesem Ort gibt es nichts Gutes. Naja, wir sind hier. Gut, ich gebe zu, das ist fraglich. Wir haben alles aufgezeichnet. Und jetzt verschwindet.
Das Multimeter spielt vor lauter Strahlung verrückt. Lauft, lauft und seht nicht zurück. Ich könnte rückwärts laufen. Darf ich dann auch nicht zurücksehen? Okay, das war doof. Ich gebe es zu. Sollte ich hier unten nicht... Ach nee, Bonusquest ist abgeschlossen. Because of Wild. Ich habe die Hauptquest hier abgeschlossen. So was Blödes. Na gut, dann machen wir für heute einfach mal Feierabend. Ich schaue, dass wir zurückkommen und hier drüben Quest abgeben. Dann sieht es so aus, als wäre die nächste Episode hoffentlich endlich wirklich Schluss mit Taris. Gruppenquest und dann weg. Aber das machen wir dann morgen. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.